Ja, hallo. Soll ich mich da vorne hinsetzen? Ja? Ja, kannst du mir einfach hinsetzen. Ja, super. Und dann war irgendwie plötzlich alles vorbei, oder wie war das genau? Ja, wir haben erst noch versucht, die Saison zu Ende zu spielen, haben nochmal jeden angerufen, so mit den absoluten Netzbesetzungen, nochmal mit allen gespielt, die schon mal irgendwie dabei waren. Ja, aber dann kam der 10. Juli 2014. Ich weiß das Datum tatsächlich noch genau, ja. Und da war dann alles vorbei, ja. Wie war denn die Zeit danach geprägt? Ja, man versucht ja weiterzumachen, sucht sich irgendwie noch weitere Beschäftigungen und versucht alles, aber ja, ich muss schon zugeben, ja, ein paar Anpassungsprobleme waren dann doch da an die neuen Situationen. Ja, Jungs, heute gegen Babylon, ne? Also erstes Spiel die Saison. Ich hoffe, wir haben viel Spaß und ja, lass uns gut hinten stehen, keinen Blödsinn machen, Spaß haben, nicht anmeckern. Ja, darauf ein. Oh, Jungs, Mann, ihr seid hier nicht bei der Disco. Ein halbes Jahr seid ihr schon hier. Wir machen das so und dann. A Cantona! A Cantona! A Cantona! Aufgelöst hat. Wie sieht denn dein Tagesablauf so aus, dein Leben? Hat sich da was geändert? Ja, der spielt sie jetzt zwar immer noch am Rasen, aber weniger an der Radrennbahn als vielmehr hier. Ne? Du siehst das. Das Grün überall hinter mir spielen die Kinder. Meine eigene Tochter, die ich jetzt nicht mehr bei uns hier in Bielefeld an die Disco ranführen kann, aber in Berlin ist es ja wenigstens noch bestehend das Team der Disco und ja, vielleicht kann man die da irgendwann hintransferieren, wenn sie am Ball bleibt. Ne? Ich versuche das auch echt hart, sie hier zu trainieren. Ne? Im Tor spielt sie ganz gerne. Da sind auf jeden Fall schon Parallelen zu unserem Torwart zu erkennen. Also die sind schon ungefähr gleich gut. Es fehlt natürlich noch ein bisschen, so die Abgeklärtheit und so, aber ja, du weißt, ich kann. Ne? Aber es fehlt natürlich hier besonders. Atmosphäre da in der Radrennbahn, unsere Fans, ne, was die da echt, unsere Lieder, was wir so gesungen haben und ja, das war einfach klasse. Ne, was, wenn ich da so dran denke, an diese, was ist denn da jetzt wieder los? Wieder, wollen die auch mitsingen da hinten? Ne, die da hier, das versucht ja meine Tochter auch immer mitzusingen, aber ich bringe ihr das auch bei. Die ganzen Lieder, das wird immer weitergehen. Ich habe sonst nie gefrühstückt, ja, aber da gab es dann immer schön dickes Müsli, morgens dann immer direkt das Trikot an. In meiner WG, die haben schon alle gedacht, ich spinne. Ich habe es auch mit, also ich habe es auch an, das Trikot. Also, wolltest du sehen? Nee, ach, das geht nee, schon. Komm, nein, ich hab's echt an, ich hab's an, warte. Ja. Okay. An. Ja. Also, hier. Ja, schön. Schönste Trikot auch, ne? Schön, ja. Ist ein bisschen enger geworden. Ja, aber hätte jetzt auch nicht sein müssen, aber gut, ist in Ordnung. Ja, dann ist man halt meistens noch
noch ewig da geblieben halt, ne? Also man hat dann irgendwie noch voll viele Leute getroffen, ist den ganzen Tag im Trikot rumgerannt. Es war auch scheißegal, was für ein Wetter war. Man hat sich hinterher mit einem Bierchen hingesetzt, hat noch irgendwie sich das eine oder andere Spiel angeguckt. Ja, es fehlt. Hola, buenas tardes. Podemos observar acá en la zona retrorolándica el síndrome llamado síndrome de Malte, también conocido como síndrome de Misi. Es un síndrome que acarrea diversos problemas de conductas asociados a las personas que juegan mucho fútbol. Por ejemplo, las personas que han jugado en este equipo, Disco Partizani. Rette, 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 rette. Im Wagen vor mir fährt ein Partisane. Sahne. Er trägt rot-weiß und er ist wunderschön. So wunderschön. Er fährt bestimmt zur Rennbahn, denn da spielt die Disco heut. Schaut, wie der Partisane sich schon freut. Im Wagen vor mir fährt ein Partisane. Sahne. Er träumt von Fußball, Bier und Tanzmusik. Und Tanzmusik! Ich seh's an seinen Lippen, die in diesem Rhythmus wippen. Der Partisane singt ein schönes Lied. Rette, rette, redete, redete. Rette, rette, redete, redete.